Willkommen zurück zu Tekken 7. In der letzten Folge hatte ich mit Armor King zum letzten Mal den Dressurkampf gespielt, weil ich ihn auf den 10. Dann gebracht habe. Des Weiteren konnte ich dann nach circa ein halbes Jahr auch Lei Wulang auf den 10. Dann bringen. Dank der neuen Funktion. So, es bleibt also nur noch Craig Murdoch, Julia Cheng und Negan übrig. Ach, habe ich ihn doch auf den 6. Dann gebracht? Egal, ich habe das letzte Mal Craig Murdoch angekündigt und er kommt heute auch ran. So, mal gucken, wie weit ich mit ihm vorankomme. Nimm erster 5. Dann. Es sind noch 5 Ränge. Könnte vielleicht knapp werden. Aber mal gucken. Das letzte Mal hatte ich irgendwie ein bisschen Probleme mit ihm gehabt und ich hoffe, dass das heute nicht der Fall ist. Aber erstmal abwarten. Round 1. Fight. KO. Round 2. So. Fight. So, ey komm, diesen einen Punkt hätte es mir noch geben können. Egal, dafür kommt jetzt Special Match. Ob ich heute mit Craig Murdoch die restlichen 4 Sachen bei ihm freispiele? Oder war das letzte Mal einfach nur Glück mit ihm? Round 1. Fight. Was ist das denn für ein Betrug? Ich war nicht mal da drin gewesen, aber auch egal. Das war der größte Beschiss überhaupt. KO. Final Round. Fight. So. Da. Pech gehabt, Yoshimitsu. Aber dennoch geschafft. Also Yoshimitsu hat es schon mal geschafft, mich ins Schwitzen zu bringen. Puh. Dragunov. KO. Round 2. Fight. Wie kann er mich eigentlich treffen, wenn ich gerade nach hinten gelaufen bin?
Und da kommt immer gleich ein automatischer Block. Egal. Nö, noch nicht. Die müssen auch jedes Mal rankommen, oder? Die blöden Special Matches. Round 1. Fight. War wohl nichts, war Heihachi? Netter Versuch. Great. Danke. Round 2. Fight. Oh. So, was habe ich diesmal freigespielt? Mardok und Kampfgeld, den ich nicht brauche. Ernsthaft, die sind echt jetzt, seitdem ich alle Gegenstände freigespielt habe und gekauft habe, ist das Preisgeld für mich eigentlich nur noch nutzlos. Mich interessiert nur noch die Gegenstände oder die ganzen Klamotten für die Charaktere, die ich noch nicht freigespielt habe. Round 1. Fight. Perfect. Round 2. Fight. Ja, war gut gekontert. Ach komm. Er hat zuerst nicht reagiert. Okay, das ist jetzt Beschiss jetzt gerade, ja? Zuerst reagiert er nicht. Und wieso zeige ich gerade den Mittelfinger? Als Nummer 1. Und dann angeblich nicht getroffen. Elisa, ey, ich bin gerade nicht in ihre Richtung gerollt. Ja, fick dich, du hässlicher Bitch. Entschuldigung für den Ausdruck. Das ist nur noch rein zur Verarsche. Es war mir irgendwie klar, dass irgendwann dieser Scheiß wiederkommt. Wahrscheinlich wird sie jetzt nicht mal den Mut haben, jetzt wieder als Gegner zu erscheinen. Diese dumme Kuh, Alter. Ach stimmt ja, die Siegesserie ist ja jetzt auch vorbei. Unverdient verloren, meiner Meinung nach. Und was ist das eigentlich für ein Name? Free Fly Franz. Ach, das waren schon zwei Siege? Dieser Kampf hätte jetzt wahrscheinlich eine Beförderungschance sein können. Wahrscheinlich. Aber ich hatte es mir irgendwie auch gedacht, entweder bei Mardok oder Julia. Vielleicht auch bei Armor King.
Fight. Oh, Alter! Macht es Spaß, die Attacken zu spammen, du blöder Kuh! Zu Recht! Meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn ich verliere oder so. Aber nicht auf betrügerische Art und Weise. Gut, es war auch ein bisschen Pech dabei. Dennoch. Round one. Fight. Ach komm, Alter. Oh, fängt jetzt die nächste an? Ich bin schon zollte genug, ey. Madok hätte schon längst Achter dann sein können. Wollt ihr mich hier ärgern? Ist jetzt wieder so ein Monat angelangt, wo jetzt hier tausendmal bessere Matches kommen oder was? Round one. Fight. Das war auch schon das letzte Mal bei Marduk so. Geil, jetzt fehlt mir nur noch eine Sache bei Marduk. Also ich sehe hier gerade, es war einmal für den Kopf was, also eine Frisur anscheinend. Oder irgendwas anderes. Nee, ich glaube, das war sogar ein Hut. Ja, das war irgendwas für den Kopf. Dann noch zwei, was für den Oberkörper und eine Sache für den Unterkörper. Muss ein bisschen sein, dass ich jetzt ein bisschen auch jetzt die Attacken spamme, um ein bisschen die Zeit wieder einzuholen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Round one.
Und gib mir bitte bessere Gegner. Also jetzt mit einem höheren Rang. Oder gleichgültigen Rang. Und nicht einer mit niedrigen. Round 1. Fight. Und was hast du gesagt? Elisa hat nicht mehr den Mut dazu, gegen mir gegenüberzutreten. So, neunter dann, noch ein Rang. Time for a nap. Mit etwas Glück schaffe ich es circa noch in 2,5 Minuten, den 10. dann mit Marduk zu schaffen. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Aber der Name ist auch genial. OMG. Hier, oh mein Gott. So, die Hälfte habe ich schon mal. Für Fighter. Turbokampf, den mag ich schon mal gar nicht. Mann! Und ich werde ja, hier. Mir ist es aufgefallen, häufig bei den weiblichen Charakteren sind die Kämpfe extrem nervig. Aber ich werde hier wieder zugrunde verarscht. Ich glaube, das war ein Fehler. Nein! Ja, langsam geht mir jetzt das Spiel heute ziemlich auf die Nerven. Was stand da?
Für wem? Ach, für Lay. Ja, stimmt. Ihm fehlt ja noch 3 Gegenstände. Jetzt nur noch 2. Komm schon, gib mir wenigstens noch Negen seinen letzten Effekt, Gieß seinen letzten Effekt und Noctis deine letzte Frisur. Dann habe ich die auch fertig. Oder Mardoks letztes Kostüm. Oh. Ich bin zwar schon über der Zeit, aber... die paar Minuten, die mehr sind. Aber wie gesagt, eigentlich hätte ich schon längst den 10. dann. Hey, was war das denn? War wohl nichts, wa? So. Jetzt müsste aber ein Beförderungschancekampf kommen. Nein, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Vor allem erst 11. dann. Ich bin 9. Dann müsste eigentlich erst recht Beförderungschance kommen. Oder? Da merkt man, wie unausgeglichen das Ganze ist. Aber wieso machst du das denn scheiß Rage ab, Junge, wenn ich da aufdrücke? Hä? Klar. Schwachsinnig. 550 EP für einen Gegner auf den 11. dann? Wie unausgeglichen ist das denn? Wenn ich schon einen, der einen Rang niedriger oder 2 Ränge niedriger hat, sogar ungefähr 700 EP bekomme, der niedriger ist. Round one. Echt? Fight. Ich möchte, dass das gepatcht wird. Ich meine, bei den älteren Spielen ist es so, wenn man einen höheren Gegner hat, dass man schneller aufsteigen kann und mehr EP bekommt. Scheiße. Wieso reagiert manchmal Mardok nicht, wenn ich eine Attacke ausgeführt habe? Eigentlich müssen die danach gleich auch nochmal sich bewegen können. Aber wenigstens der 10. dann. Zwar wurde es jetzt unnötig in die Länge gezogen, aber mir soll es recht sein. Ja, es tut mir leid auch für ein bisschen meine schlechte Laune, aber dieser eine Kampf gegen Elisa hat alles ruiniert eigentlich. Also und allgemein eigentlich auch. Dennoch bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann bis zum nächsten Mal.